Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zweige, Nummer 102 und zu einem neuen Part. Zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's ohne große Umschweife. Fahrt der Prüfungen. Da müssen wir noch einiges schaffen. Auf geht's. Willkommen zurück, Knochentrocken! Hier weiter wird gespielt mit Knochentrocken. Geisterwald. 0 von 15 Prüfungen geschafft. Letztes Mal waren es noch 13. Jetzt sind es schon 15 Prüfungen. Also legen wir los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen 15 Prüfungen schaffen. Heute in diesem Part. Auf geht's. Okay. Oha. Da gruselt es mich ja schon. Fängt schon an zu spuken. Es heißt, dass in diesem Wald ein guter Herr gestern, die das Ziel des Pfades der Prüfung nicht erreicht haben. Hoffentlich kommst du nicht bald zu diesem vom Glück Verlassenen. Okay, los geht's. Rolle Routiniers. Platz 1 erreichen, ohne durch Wasser zu rollen. Okay, das kriegen wir doch hin. Ein bisschen rollen. Wie wird's gemacht? Okay, ich hätte mir vielleicht die Spielstörung durchlesen sollen. Platz 1 werden ist nicht so einfach. Aber das sieht gerade sehr gut aus für uns. So ohne durchs Wasser rollen. Oha, da kommen die anderen. Ich werde überholt. Nicht durchs Wasser rollen, nicht durchs Wasser rollen. Na komm, na komm. Schüttel, 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 schüttel. Das ist noch lange nicht der Erste. Verdammt. Das war wohl nix. Auf ein neues Knochentrocken. Drei, zwei, so, oben links bin ich. Los. Da lang. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Das kriegst du hin, Knochentrocken. Ich sitze fest. Was denn? Was ist das? Das ist doch nicht. Das ist doch hier nicht die Möglichkeit. Na komm, was ist denn? Ich schüttel doch schon. Was ist denn? Das ist doch hier. Da muss doch was mit dem Controller falsch sein. Das ist doch nicht wahr. Die Spielstörung ist schuld. Ach Mensch, ja, Magic Koopa. Hilf du mir mal wieder weiter. Du kommst wohl gerade nicht so richtig weiter. Möchtest du die Prüfung überspringen und weitergehen? Ja, wir haben keine Zeit. Weiter geht's. 14 Prüfungen noch. Koopa und Hammerbruder. Okay, wir tun uns zusammen, packen das. Na, das ist doch ein perfektes Team. X im Sinn. Fragensteller besiegen. Okay, los geht's. Gegen wen werden wir wohl kämpfen? Gegen wen? Gegen Mario. Fragensteller besiegen. Ah, okay. Start! Na, sieh genau hin. Ich schau. Wie viele Toads waren zu sehen? Das waren 3. Kommt Leute, das war doch eindeutig. Na, das war jetzt keine so schwere Frage. Die Antwort lautet 1, 2, 3. Korrekt, was? Oh, da wären wir runtergefallen. Sieh genau hin. Ich sperre die Augen auf. Koopa. Oh ja. Wisst ihr mich, das ist doch. Ich würde aber sagen 6. Oder? Was sagt ihr? Dann sind es 7. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht mitgezählt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puh. Ich hätte mich schon auf die 6 gestellt. Und Copa los. Na gut, die letzte Runde schaffen wir auch noch. Concentration. Copa mit Orange, Apfel ohne mit Orange und Copas. Apfel-Copas tun Äpfel. Ich glaube, das waren 2. Ich würde mich auf 2 festlegen. Das könnte falsch sein. Ach. Na. Nur einer. Verdammt. Kacke. Haben wir jetzt trotzdem. Weil der Hammerbruder. Ja. Hammerbruder hat es geschafft. Wir haben es gewonnen. Sehr gut. Der stand richtig. Das hat sie jetzt. Rosa Junior. Ergiebige Ernte. Ziel mindestens 75 Punkte erzielen. Alles klar. Sollte man hinkriegen. Wir brauchen Spielsteuerung. Spielsteuerungen sind was für Noobs. Aber das kenne ich ja. Hier einfach hin und her. Donkey Kong. Alles, was Donkey Kong nicht einsammelt, muss ich mir holen. Und mein Kollege holt sich alles. Und versucht, dass Mario nichts gibt. Und so ist das Ziel. So. Team Donkey Kong und Mario und Team Knauter und Bowser Jr. So, ich glaube, ich habe einigermaßen viel. Ende! Ja. Zielbedingungen erfüllt und auch noch ein bisschen mehr bekommen. Das war nicht allzu schwer. Das reimt sich. Nicht wirklich, aber ein wenig. Platz 1 erreichen bei Matroschka-Mischer. Oha, das ist doch so ein Hütchenspiel-Dings. Oh Mann. Und wir geben unser Bestes. Platz 1 erreichen. Das ist die Aufgabe. Tod. Todfresse mischt die Matroschkas. Verdammt, ich hab's aus den Augen verloren. Ich glaube, die ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist es. Nein. Ja, puh, erster. Sehr gut. Ach, nur eine Runde. Sehr gut, habe ich es geschafft. Gut hingeguckt. Ich dachte, es sind mehrere Runden, wie beim Hütchenspielen halt so der Fall ist. Du schlägst dich wirklich sehr gut. Möchtest du weiterspielen oder eine Pause machen? Pause machen geht's doch noch nicht. Wir spielen weiter. Wir schaffen heute die Prüfungen in diesem nächsten Pfad in diesem Geisterwald. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Auf geht's. Verdrängungswettkampf. Zielgegner besiegen. Ah, okay, in den Kugeln. Kommt mir bekannt vor. Los geht's. Bisher läuft zweites Spiel super. Okay, Spielsteuerung. Wer braucht das? So. Lass uns nicht aus der Bahn drängen. Oha. Da bin ich schon fast draußen. Na komm, Team Rot heißt durch. Ich bin das einzige Mitglied von Team Rot. So, Luigi noch am Rennen. Ich kriege ich. Jo, gewonnen. Hab ich alle verdrängt. Sehr gut. Weiter geht's. Oh, ich sehe viele Münzen bei der nächsten Prüfung. Bei der übernächsten. Die nächste Prüfung ist jetzt erstmal von den Ohren zu den Sporen. Mindestens 130 Punkte erzielen. Das klingt doch wieder nach einem Rhythmusspiel. Thank you.
Oje. So wird das nie was aus den 130. Okay. Ich hab's langsam kapiert. Ja, zu Ende war es zu viel Hektik. Reicht lange noch nicht. Reicht lange noch nicht aus. Müssen wir nicht aufgeben. Ja, mir fällt schon der Arm ab vom ganzen Schütteln. Und Rhythmus schütteln. Ja, gehen wir weiter. Verdammtes Rhythmusspiel. Ich hoffe, da kommen nicht mehr so viele. So, der Weg zum Reichtum. Ziel 20 Münzen ergattern, ohne herunterzufallen oder getroffen zu werden. Alles klar. Na dann. Oh, wer ist denn da? Start! Ein Wuchs. Na, nicht getroffen werden. Und nicht herunterfallen. Oh, ich verschwinde im Hintergrund. Ich sehe mich immer weniger. Uha. Muss nur das Ziel erreichen, oder? Ah, verdammt. Wir müssen nicht Erster werden. Wir können ganz langsam sein. Na komm. Start! Nur die Münzen kriegen. Uha. Schnell vorbei. Münzchen. Die Münzen sind das Wichtigste. Alles andere kann schon ruhig in der Ruhe passieren. Alles mit der Ruhe. Das Scrolling-Level killt mich dann irgendwann, aber... Ach, verdammt! Bin ich runtergefallen. Hätte ich fast geschafft. Ich hätte den Münzen nicht gehabt, aber ja gut. Ich wäre zumindest ins Ziel gekommen. Ja, gut. Gehen wir halt weiter. Wir haben nicht die Zeit dazu, 5-6 Versuche hier für jedes Minispiel zu machen. Den Park müssen wir auch anders sein mitkriegen. Sind es diesmal ganz viele Minispiele und im nächsten Part wird es nicht mehr, wird es nicht weniger, mehr wird es wahrscheinlich schon. Türöffner Teamwork in 40 Sekunden abschließen, oha. Hier ist wieder Schnelligkeit gefragt. Na dann, mal schnell, zack, 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 die Booster, die Münzen, die Sachen einsammeln. Na kommt, Leute, Beeilung, ich stelle mich immer drauf. Scheißegal. Noch Eier. So, dann kann ich hier runter, kann ich den anderen Kristall holen. Dann gehe ich mal hier hin. Da hinten ist noch einer. Da drauf stehen, Gumba. Ja. Naja, so knapp war das gar nicht. Haben wir geschafft. 14 Sekunden haben wir sogar noch übrig. Ein Mistgleich in einer Bärchen. In 13,7 Sekunden. Das ist jetzt kein Weltrekord, aber naja, wir haben es geschafft. Auf die Glocke geben, Angreifer-Team besiegen, alles klar. Immer die Glocke aktivieren, ja, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Oha, ich sitze in der Glocke. Ja, ich muss abhauen, ich darf mich nicht treffen lassen. Oha, da bin ich ja besonders gut. Na dann. Das habe ich doch schon verkackt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Das war wohl nix. Ach, Mensch. Komm, gehen wir nochmal hin. Zweiter Versuch. Let's go. Warum ich? Ha. Ausweichen. Solange ich nicht. Solange ich nicht drei Pfeile dran habe, ist noch alles in Ordnung. Ah, ich werde eingekesselt. Ich komme hier nicht mehr raus. Verdammt. Ende. Nice, geschafft. Geschafft. Angreifer-Team besiegen.
Alles klärchen, Wunderbärchen. Die Glocke aktiviert und weiter geht's. Dieser Wald ist ein bisschen gruselig. Willst du bei einer Pause die Nerven beruhigen und etwas weiter dann noch weitermachen? Ja, die bräuchte ich jetzt eigentlich, so wie ich hier schon rede. Aber nein, weiter geht's. Wir spielen das weiter bis zum Schluss. So. Totale Banane. Podest vor den anderen erreichen. Auf geht's. Machen wir, kennen wir schon. Haben wir bisher noch nie geschafft, aber ja. Start! Auf geht's! Nicht zu oft auf die Fresse fallen. Das fängt ja schon super an. Da ist das Ziel. Na komm, fast da. Ich bin da. Nice. Geschafft. Und zwar ziemlich schnell. Das gibt Partypunkte. Und eine gelungene Mission. Weiter geht's. In eisigen Höhen. Eine Mindestanzahl von 14 Meter hohe Skulptur entstehen lassen. Versuch Nummer 3. Na komm. Alle guten Dinge sind es 3. Na komm. Nicht so breit stapeln, Yoshi. Hochstapler. Yoshi, du musst noch ein Hochstapler werden. Nein, ich schaff's aber auch nicht so richtig. Yoshi alleine, der kriegt das nicht hin. Na gut, das muss noch höher. Das geht noch höher. Verdammt. Das ist zu kurz, das ist zu knapp, das ist... Ach, nein. Die anderen sind knapp dran. Die anderen haben es fast geschafft. Aber wir nicht. Verdammt. Na gut, Magic Cooper. Hilf mir mal wieder. Ja, überspringen. Und weiter zum nächsten. Auf geht's. So, dieses Land soll meins sein. Okay, das kann ich gut. 15 Punkte. Das klingt machbar. Die 15 Punkte zu erzielen. Einfach das größte Feld abschätzen. Na, das hier. Meins. Mario? Achso, Bowser war der noch übrig bleibt. Ja, mit den 15 Punkten, da muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Das hier. Nein, doch, nein. Puh. Okay, 6 von 15, na, das geht noch besser. Ja. Na, es wird eine knappe Partie. Ah, nur Zweitplatzierter. Runde 4. Ein paar Runden habe ich noch, aber das hier sieht am meisten aus. Na komm. Es wird knapp in den 15 Punkten, wenn wir so weitermachen. Ja, letzte Runde. Okay, das kriegen wir vielleicht doch noch hin. Das hier. Und wenn ich das kleinste kriege, dann ist das, glaube ich, einigermaßen machbar. Na. Ich habe sogar das größte. 5 Punkte 17. Nice. Doch noch geschafft. Obwohl ich ein bisschen geschwächelt habe. First try. Und weiter geht's. Schmucksteinschlepper mit Donkey Kong, mit Luigi und mit Bowser. Strecke in 35 Sekunden bewältigen. Aua, das wird knapp. Legen wir los. Rocken wir's. Machen wir's. Ist eine lange Piste, aber strengt euch an, Leute. Auf geht's. Hier runter. Da hoch. Da kommt. Das kriegen wir hin. So, hier vorbei. Ach, verdammt. Das darf nicht so oft passieren. Sonst kommen wir in der Zeit nicht an. Donkey Kong. Ach. Das wird doch eine richtig knappe Sache. So, ran da. Puh, 7 Sekunden hatten wir noch. So knapp war es gar nicht. 6, 13, ja.
hat nur noch Zeit. Ballon hat's. Gegnerisches Team besiegen. Okay, auf geht's. Lassen wir es auf uns zukommen. Start. So. Uha. Ich renne in die falsche Richtung. Weg mit euch. Oha. Oh nein. Team Grün hat gesiegt. Na, komm schon. Lassen wir uns nicht ausschalten. Na komm. Ach komm schon, Mario. Gegner ist ziemlich besiegt. Oh je. Na komm, lass mich durch. Weiter geht's, voran. Nächste Prüfung. Uhu. Ach, du bist Endgegner hier, oder was? Kaum zu glauben, dass du es so weit geschafft hast. Aber kannst du mich auch schlagen? Gegner besiegen. Zärtlich wird am längsten. Okay. Regeln anschauen. Ach so, streichen. Zielgegner besiegen. Okay, er ist als erstes dran. Er muss streichen. Ach so, die Hot Potato. Wer am meisten streichen kann, bevor er aufwacht. Verstehe. Eine Prüfungsrunde. 2, 3, 4. Alles klar. Das kriegen wir doch hin, oder? Puh. Ja, okay, wir versuchen es. Der Gegner wird nicht schwach sein. Der wird nicht so leicht. Ganz ruhig. Psst. In Ruhe. Ganz entspannt. Wir müssen den starken Gegner besiegen. Ruhiges Wickler, braves Wickler. Ganz ruhig. Ganz brav. Ganz brav. Ganz ruhiges Wickler. Ganz ruhig. Ganz brav. Ganz ruhig. Ganz brav. Ganz ruhig. Ganz brav. Puh, Gleichstand momentan. Na komm. Braves Wegler. Brav. 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 Puh. Wir müssen gewinnen. Concentration. Verdammt. Ende. Besser aufgewacht. Na komm, das kriegen wir hin. So schwer ist es nicht. Nochmal. Here we go again. Psst. Leise. Na komm. Start. Braves Wickler, braves Wickler. Psst. Ruhig. Ruhig. Mami ist bei dir. Ganz ruhig. Mehr kann man doch nicht schaffen. Oh. Der weckt den aber fast. Ruhig. Ruhig. Das musste bei ihm nur aufwachen. Dann ist bei mir vorbei. Ach, verdammt. Ende. Ich erschrecke mich auch immer wieder. Das ist doch nicht. Hab ich einen Schiss, wenn das hier neu wäre. Das ist doch. Wenn der immer aufspringt. Keine Jumpscares hier in Mario. Psst. Ruhig.
wird immer aggressiver, der Buhu. Von Runde zu Runde. Ich glaube, lieber einmal weniger streicheln. Dann wacht es bei ihm auf. Dann haben wir die paar Punkte. Wenn es dann bei mir aufweckt und dann. Na komm, jetzt kommt er uns. Ah, nice. Gewonnen. Ich mit meinen 11 Punkten. Haben wir ihn dazu gebracht, den Buhu den Gegner zu wecken. Alles klar. Pünktlich an dem Zeitpunkt, wo die Batterieleistung nachlässt. Ich hab verloren. Yo, Siegertreppchen. Nächste Ebene abgeschlossen. Gewinn geschafft. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch den Geisterwald schaffst. Wenn du so weitermachst, wird es nicht mehr lange nur ein Traum sein, das Ziel des Pfads der Prüfung zu erreichen. Ja, ich glaube, den letzten Pfad haben wir jetzt vor uns. Ein Part noch, wenn ich mich nicht komplett irre. Und dann haben wir es hinter uns. Weiter geht's zum nächsten Gebiet. Kneifküste. Nee, sind wahrscheinlich noch zwei. Ja, sieht nach zweien aus. Der letzte ist dort hinten bei der Stadt. So sieht's aus. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. 14. Ah, okay, es wird wieder ein bisschen weniger. Eine Prüfung weniger. Die Kneifküste machen wir im nächsten Part. Durch nach oben, sollte euch der Grusel der Geisterwelt gefallen haben. Durch dieser Part Super Mario Party gefallen haben, lasst dann aber da, wenn ihr neu seid und nicht den nächsten Part und nicht das nächste Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Ansonsten haut ran, habt einen angenehmen fröstlichen Tag, man sieht sich und ja, hin und her gehopse. Ciao, ciao!